Hallo meine lieben Steamdeck-Freunde da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir schauen uns heute nochmal einen Shooter an, und zwar auch einen Comic-Shooter, einen schönen Boomer-Shooter, wie man ja auch inzwischen so schön sagt, und zwar Chains of Fury Volume 1. Das Ganze hat auch ausgeglichene Bewertungen auf Steam. Ich bin mal gespannt, wir gehen einfach mal in ein neues Spiel rein. Und jetzt bin ich nach meiner Erfahrung mit Forgive Me Father 2, bin ich ja schon fast geneigt, einfach mal auf Easy zu spielen. Wir nehmen aber trotzdem den normalen Schwierigkeitsmodus erstmal. Den wählen wir einfach mal aus. Wenn er mich denn lässt. Irgendwie darf ich jetzt hier nichts auswählen. Achso, da muss ich klicken. Aha. Okay. Okay, und wir haben leider keine Controller-Unterstützung hier. Select Comic Book. Okay. Chains of Fury. Wählen wir das doch mal aus. Ich bin gespannt. Okay, so. Da wird uns ein bisschen die Story präsentiert. Mehr oder weniger. Okay. Ja, jetzt bin ich schon wieder an der falschen Stelle. Gehe ich mal, ups, das wollte ich jetzt nicht. So. Oh, Moment. So, dann schauen wir mal. Ich befinde mich in einer Gefängniszelle hier. Ich muss, glaube ich, mal die Maus Sensität einstellen. Die ist ja ein bisschen echt. Movements, Action. Kann ich die nicht einstellen hier? Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, wird so funktionieren. Ich muss hier ganz schön viel die Maus hier bewegen über den Tisch. Das habe ich sonst selten bei Spielen. Kann ich den Tisch hier vielleicht nehmen? Nee. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Hochklettern, nein, kann ich auch nicht. Meistens hat man noch einen Knast hinter. Ich wollte gerade sagen, da haben wir noch immer einen Fluchttunnel gebuddelt. Ah. Okay, wir können hier rüber jumpen oder auch nicht. Quatsch, wie meint das? Ja, das wäre jetzt die Frage. Wie kann ich crunchen? Da müssen wir auch gleich noch mal in die Einstellung reinschauen. C. Okay, C. Dann nehmen wir doch C. Ach, ist aber arg billig dargestellt, stellenweise. Da gefiel mir doch Dings etwas besser vom gesamten Design her, das gute alte Give Me Father 2. Die Gegnerdarstellung, das ist schon ein bisschen arg schlecht gemacht. Was haben wir hier für einen Glibber? Ist hier noch einer hinter mir? Nö. Was jetzt so clever war. Ich bin jetzt hier weg oder nicht? Nee. Ich muss das verbrennen. Komm ich nicht lang? Gehen wir mal hier lang. Komm ich aber auch nicht lang. Joa. Jetzt habe ich ein paar Pflanzen, aber nichts, was ich gebrauchen könnte. Ich habe jetzt auch nichts an Waffen oder so. Ne? Oder wie schalte ich Waffen um? Ja, ich habe nichts an Waffen.
Tja, und da komme ich. Ich verstehe es gerade nicht. Vielleicht noch mal zurück. Tja, ich weiß es nicht, Freunde. Hab ich was übersehen? Tja, toll. Also ganz merkwürdiges Spiel. Probieren es nochmal. Was hat Ende am Boden liegen? Auch nichts Sinnvolles. Ja, darf ich dich mal umhauen, Junge? Jetzt kann ich das aber auch hier nicht nutzen, oder? Nee. Warte mal, ich vielleicht... Nee, ich verstehe es nicht. Hier ist ja noch eine Wand, die habe ich vollkommen übersehen, Freunde. Ha! Die habe ich ja vollkommen übersehen. Hier ist auch noch so einer. Ui! Alter! Wo ist er hin? Ey, die Steuerung ist wirklich fies. Wird hier aber nicht platt hier. Naja, also das Spiel gefällt mir schon mal so gar nicht. Was sind das für eine Schweinebacke hier? Nee. Das Spiel ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes gefühlt. Läuft hier auch nicht. Oh, dann kommt hier auch wieder so ein Schleimbolzen hier an. Den auch wieder nicht triffst. Very sharp spikes. Oh. Oh. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal rein. Was ist das? Also, wie gesagt, ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Okay. Okay.
Also Freunde, das Spiel ist Grütze. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ist nicht meins. Also da fand Forgive Me Father 2 jetzt, was ich jetzt zuvor mal da gespielt hatte, das hat ein bisschen mehr Action hier. Hier ist die Steuerung schon alleine Grütze. Gefällt mir gar nicht das Spiel. Also Chains of Fury, ganz ehrlich, wirkt mir sehr, sehr merkwürdig das Spiel. Trotzdem bedanke ich mich in Zweifel fürs Einschalten und sage nur, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck. Bis dann. Ciao, ciao.